Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal, Kata, wir befinden uns hier im Gefängniszug und beim letzten Mal wurden wir einfach eingesperrt. Das war richtig doll mies und fies. Wir waren ganz da vorne im Kontrollzentrum der Wachen. Dafür haben wir nämlich den Code bekommen und dort wurden wir vom Bruder unseres Zellennachbarns einfach eingesperrt. Das war richtig, richtig doll mies und fies. Aber wir haben dennoch das Zugsteuermodul geklaut. Das hat richtig, richtig doll gut geklappt. Damit können wir einfach den Zug steuern. Das ist so, so nice. Das stimmt. Wir konnten nämlich raus und haben jetzt einfach einen krassen Vorteil. Ich weiß zwar noch nicht, wann wir es benutzen werden, aber wir können es benutzen und das ist cool. Das stimmt. Dann würde ich sagen, Kater, wir gehen jetzt allererstes hier zur Chefwache. Hallo, Chefwache. Moment mal. Hallo. Hallo. Heute Abend steht eine Zellendurchsuchung an. Oh, ja, ja, das ist kein Problem. Okay. Heute Abend? Oh, Kata, das ist absolut nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Die ganzen Zellen hier werden durchsucht und wir haben hier einfach in unserer Zelle Teile einer Wachenkleidung. Wir haben ein Feuerzeug. Wir haben vor allen Dingen unsere Teleporter und natürlich auch das Zugsteuermodul. Das darf die Wache auf keinen Fall hier in unserer Zelle finden, sonst kriegen wir richtig, richtig doll viel Ärger. Wir haben kein einziges gutes Versteck hier in unserer Zelle. Ich glaube, Kata, hier in der Küche sind unsere Items nicht allzu sicher, weil einfach eine Wache oder ein anderer Gefängnisinsasse hier die Items locker finden könnte. Das wäre absolut nicht gut. Im Lager da hinten können wir es ja auch definitiv nicht machen. Oh Mann, ich weiß nicht so ganz. Eine Zellendurchsuchung? Ich könnte euch mein Versteck für eure Items anbieten. Er will uns einfach sein Versteck anbieten. Kata, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, weil ich meine, der ist richtig doll mies und fies und hat uns schon richtig, richtig doll oft getrollt und vor allen Dingen auch unsere Items geklaut. Also, er hat ja schon das beste Versteck hier im Gefängniszug, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, der will doch bestimmt irgendwie dafür was. Das könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder er behält es dann, aber ich glaube, eine andere Option hätten wir gar nicht. Wir müssen ihm vertrauen. Das stimmt. Ja, ja, okay, wir müssen auf jeden Fall unsere Items bei ihm verstecken, dass die Wache die Items auf keinen Fall finden kann. Okay, okay. Ja, ja, dann verstecken wir die Items bei ihm unten in der Zelle. Hier wird aufgemacht. Guck mal, Kata, dann nehme ich mir mal hier das Feuerzeug mit, den Teil der Wachenkleidung, dann noch den Teleporter und hier natürlich das Zugsteuermodul und auch die Endernuggets. Ja, ja, die sind auch sehr, sehr wichtig. Die werden alle mitgenommen. Alles andere dürfen wir natürlich in unserer Zelle haben. Das ist sehr gut. Dann geht es hier auf jeden Fall zu unserem miesen, fiesen Zellennachbar ins Versteck nach unten, wo unsere Items versteckt werden. Und ab nach unten insgesamt. Hier ist auf jeden Fall das miese, fiese Versteck. Und ich würde sagen, Kata, die Items lege ich hier einfach in die Ender-Chest rein. Zack, zack und zack. Das Feuerzeug kommt hier auch rein. Damit sind die Items super, super, super doll gut versteckt. Und die Wache wird die Items nie, niemals finden. Das ist sehr gut. Okay, dann geht es auf jeden Fall hier wieder ab nach oben. Der Stein wird wieder platziert. Und natürlich kommt oben die Blume wieder drauf, dass keiner hier das geheime Versteck findet. Danke für euer Vertrauen. Der Preis für die versteckten Items ist 5 Gold. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall 5 Gold zahlen. Haben wir noch 5 Gold? Ja, wir haben locker noch 5 Gold. 2 Stück werden reingelegt. Das ist okay, finde ich, oder? Das stimmt. Und bitteschön, hier 5 Gold für dich. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, Kata, wir gehen auf jeden Fall in die Küche, arbeiten dort und dann werden alle Zellen hier im Gefängniszug durchsucht. Oh, oh. Okay, erstmal wird gekocht und wir gucken erstmal, was wir haben. Wir haben super viele Spiegeleier noch. Wie wäre es, wenn wir ein paar Burger machen würden. Ja, das ist eine gute Idee. Moment mal, ich nehme mal hier ein bisschen Weizen raus insgesamt, dann auch ein paar Tomaten. Da kann ich auf jeden Fall hier schon mal die Burgerbrötchen machen. Ich mache mal 3 Burger, ja? Ich gehe das Fleisch braten. Sehr gut. So, 3 Stück und 3 nochmal unten. Sehr gut, das haben wir. Dann haben wir Tomaten. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Gurken. Die habe ich auch. Sehr gut. Dann kommt das Brötchen hier oben hin. Hier unten kommt ein Brötchen hin. Das Fleisch kommt in die Mitte. Hier kommen Tomaten hin und hier die Gurken. Und damit haben wir 3 Burger, Kata. Schau mal, sehr gut. Sehr cool. Die können wir auf jeden Fall hier vorne reinlegen. Und zack, damit haben wir schon 4 Burger. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Spiegeleier. Das ist sehr gut. Dann könnten wir, Kata, noch ein paar Sandwiches machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Dazu brauchen wir hier ein bisschen Teig. 3 Teig kommt hier oben hin. Chicken kommt in die Mitte. Und auf die Seiten kommt Salat. Und wir haben hier unser Chicken Sandwich. Sehr gut. Cool. Ich mache nochmal ein Sandwich mehr insgesamt. So, damit haben wir schon 2 Stück. Sehr gut. Die werden natürlich auch hier reingelegt. Das macht richtig, richtig, sehr viel Spaß. Okay, der Rest wird wieder zurück
in den Kühlschrank gelegt. So, zack, 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 zack. Damit haben wir auf jeden Fall hier relativ viel gekocht. Und ich würde sagen, Katja, wir können uns hier ein bisschen was zum Essen mitnehmen. So und so. Ich nehme mir 4 Spiegeleier mit. Und es geht ab in die Cafeteria. Ich setze mich ganz genau hier hin. Komm, nimm dich. Hallo. Guten Appetit. Guten Appetit, Katja. Nom, 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 nom. Und schau mal, Katja, es wird so langsam dunkel. Das bedeutet, jeden Moment kann die Wache vorbeikommen. Oh Gott, die Wache ist da, ist Katja. Die ist einfach schon hier. Hallo, Chefwache. Und die durchsucht jetzt hier die verschiedenen Zellen. Hallo, ich bin hier, um die Zellen zu durchsuchen. Ja, kein Problem. Du kannst dich hier komplett umschauen. Er schaut sich alles an. Sogar unseren Balkon. Tatsächlich. Oh, hallo. Oh, hallo, da. Jetzt schaut er sich hier hinten auch die Kisten an. Aber da drin ist nichts, was wir nicht haben dürfen. Das ist sehr gut. Ich glaube, er hat wirklich nichts gefunden. Mm-mm. Und geht er jetzt einfach weiter? Ich glaube, er geht zur nächsten Zelle. Ja, er geht zu unserem Nachbarn. Oh nein. Katja, ich hoffe, er findet dort nicht den geheimen Durchgang. Oh, oh, guten Abend. Jetzt schaut er sich hier die komplette Zelle vom Nachbarn an. Bitte nicht das Geheimversteck finden. Oh, oh. Guckt er sich das da gerade an? Ich glaube schon, Katja. Oh, er schaut hier nach unten. Hat er den Geheimgang gefunden? Er baut die Pflanze ab. Das ist ja absolut nicht gut. Oh, oh. Katja hat den Geheimgang gefunden. Er hat den Geheimgang gefunden. Was ist das denn hier? Oh nein, Katja. Geht er jetzt nach unten sogar? Du, tatsächlich. Oh, Epic, er findet unsere Items. Aber Moment mal. Was macht die Wache denn jetzt hier insgesamt? Die baut hier einfach alles ab. Tatsächlich. Das komplette geheime Versteck von unserem Zellennachbarn wird jetzt hier einfach abgebaut. Das ist ja absolut Gottes nicht Willen. Gut. Und die letzte Ender-Chest wird hier auch abgebaut. Und ich muss schnell nach oben, dass die Wache mich hier auf keinen Fall entdeckt. Oh schnell ja, nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Kommen wieder nach oben. Katja, das gesamte Geheimversteck wurde einfach von der Wache bei der Zellendurchsuchung gefunden und auch abgebaut. Das bedeutet, unsere Items sind in der Ender-Chest und die Ender-Chest hat die Wache. Das ist ja absolut nicht gut. Unsere Items. Das wird Konsequenzen geben. Oh, oh. Und vor allen Dingen, unser Zellnachbar kriegt richtig, richtig viel Ärger. Und er wird auch zugemacht. Oh, oh, der Hebel wird sogar abgebaut. Oh nein. Das ist ja absolut nicht gut. Und jetzt geht die Wache weiter und schaut sich die weiteren Zellen an. Hey, alle meine Items sind weg. Und ich bekomme sehr viel Ärger von den Wachen. Habt ihr mein Versteck verraten? Das gibt Rache. Wir haben überhaupt gar nichts verraten. Das waren wir gar nicht. Was soll das denn bedeuten, Katja? Es gibt Rache? Oh, das ist ein Bruder, das ist ein Bruder. Ah, der will uns wegstetzeln, der will uns wegstetzeln. Hör auf mit dem Quatsch hier insgesamt. Ich greif den an. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der ist ja richtig mies und fies. Was soll das denn? Der hat unseren Fernseher abgebaut. Hey. Und zack, er wird weggestetzelt. Oh, oh, was war das denn insgesamt, Katja? Der miese, fiese Bruder von einem Gefängnisinsassen wollte uns einfach wegstetzeln. Katja? Katja, wo bist du? Oh, was ist da los? Na, vermisst du Katja? Die ist jetzt erstmal weg. Was soll das denn bedeuten? Hey, das riecht doch mies und fies. Keine Katja mehr. Der Bruder von unserem Zellennachbar hat einfach Katja entführt. Was soll das denn? Das sind eure Konsequenzen. Wir haben den Wachen überhaupt gar nichts über das Versteck verraten. Unsere Items, naja, waren ja auch da drin. Das waren wir ganz so gar nicht. Was soll das denn? Mies und fies seid ihr. Wir haben gar nichts gemacht. Was ist denn hier los insgesamt? Er hat einfach Katja entführt und vor allen Dingen hat er hier die Zelle. Kann ich die Zelle aufmachen? Oh, die Zelle ist auf. Sehr gut. Au, der will mich wegschätzen. Schnell wieder in die Stelle. Schnell, 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 schnell. Was ist denn da los? Ich muss unbedingt Katja wiederfinden. Die ist irgendwo hier im Gefängniszug. Naja, eingesperrt. Das ist ja wirklich richtig doll mies und fies. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo Katja sich auffällt. Du wirst sie niemals finden. Das ist wirklich richtig doll mies und fies. Rück Katja wieder raus. Oh, tschö. Hey. Die Wache kommt vorbei. Hallo, Chefwache. Na? Oh, hier sieht es aus. Es müsste dringend sauber gemacht werden. Ich gebe dir 5 Gold, wenn du jetzt alles sauber machst. Ja, das mache ich. Moment mal. Hier das Badezimmer. Oh, das ist sehr, sehr dreckig. Aua, was war das denn? Hier ist auf jeden Fall richtig, richtig doll dreckig und die Wache beobachtet mich hier auf Schritt und Tritt. Aber gründlich hier, ne? Ja, ja, ja. Alles wird tipptopp sauber gemacht. Und ich kann vor allen Dingen jetzt hier auch nach Katja suchen. Hier ist auf jeden Fall alles schon mal sauber. Das ist sehr gut. Dann geht's hier weiter ins Lager. Oh, hier ist ja auch alles dreckig. Also bei den Zelt ist sie nicht. Im Badezimmer ist sie nicht. Ich kann mal ganz kurz auf den Toiletten nachschauen, ob sie dort vielleicht, ja, mies und fies eingesperrt wurde. Aber ich glaube, nein, 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 nein. Hier ist keine Katja. Hier ist auch keine Katja. Na, suchst du immer noch Katja? Ja, 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 ja. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Du wirst sie niemals finden. Was soll das denn? Das ist ja richtig, richtig doll mies und fies. Ach, Mann. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.